Ja, hallo. Ein herzliches Servus in die Runde. Hier ist wieder der Jens von den Klagepaten. Viele von uns oder aus unserer Bewegung haben in letzter Zeit Post von der Justiz bekommen. Und zwar sei es als Zeuge, sei es als Beschuldigte, zum Beispiel infolge von Spaziergängen. Und wir bekommen regelmäßig viele Fragen hinein. Wie verhalte ich mich in diesem Fall am besten? Die Fragen haben wir mal zusammengestellt und einen ausgewiesenen Spezialisten hier in der Sendung, der uns diese Fragen beantworten kann. Wir werden die Antworten bzw. die Sachen auch unten in der Homepage verlinken, damit ihr das runterladen kann. Aber jetzt ist es mir eine Ehre und eine Freude, meinen lieben Kollegen Ralf Ludwig begrüßen zu dürfen. Servus, Ralf. Ja, hallo Jens, grüß dich. Grüß dich. So, du hast jetzt gerade schon mitgehört, was wir heute vorhaben. Du hast natürlich entsprechend mit vorbereitet. Und meine Idee wäre, weil wir haben zwei Themenbereiche. Ich bekomme Post als Zeuge wegen irgendeinem Spaziergang oder ich bekomme Post als Beschuldigter, zum Beispiel wegen einem Spaziergang, dass wir das etwas einfachere, kürzere vorwegnehmen. Und zwar, wie ist meine Situation, wenn ich auf einmal Post von der Justiz bekomme, meistens einen Anhörungsbogen, wo ich als Zeuge geführt werde. Wie verhalte ich mich in solchen Fällen am besten? Naja, die Problematik da als Zeuge ist ja, dass ich nicht unbedingt ein Zeugnisverweigerungsrecht habe. Das habe ich ja nur unter bestimmten Umständen. Das heißt also, wenn ich dort als Zeuge zu irgendeinem bestimmten Sachverhalt befragt werde, muss ich grundsätzlich das, was ich weiß, was ich mitbekommen habe, aussagen. Außer bei dem Beschuldigten handelt es sich um jemanden, der mit mir verwandt oder verschwägert ist. Oder es ginge darum, mich selbst zu belasten. Also häufig gerade ja in diesen Spaziergangssituationen oder Versammlungssituationen ist es ja vielleicht nicht klar, ob man jetzt tatsächlich als Zeuge befragt wird oder ob man nicht eigentlich heimlich dann doch als Beschuldigter geführt wird. Und insofern kann man da natürlich dann die Aussage verweigern oder das Zeugnis verweigern, wenn man sich selbst belasten würde. Das muss man nicht, niemand muss sich selbst belasten. Aber grundsätzlich gilt es halt für einen Zeugen, dass er tatsächlich sowohl natürlich seine Personalien angeben muss, als auch eben Angaben zur Sache da. Etwas nicht zu sagen, ist eben unzulässig. Man kann sich natürlich aber immer darauf berufen, dass man sich an etwas nicht mehr erinnern kann, dass man etwas nicht mehr weiß, und dann eben entsprechend dazu dann sagt, ich kann mich an diesen Vorfall gar nicht mehr erinnern, ist so lange her, ich war auf so vielen Demonstrationen, es tut mir furchtbar leid, ich kann Ihnen dazu nicht wirklich etwas sagen, was ja auch anzunehmen ist, jedenfalls bei vielen, die auf vielen Demonstrationen waren. Ja, wir sehen es ja vor Gericht immer wieder auch, dass die Polizisten keine Ahnung mehr haben, was an dem Tag genau vorgefallen ist, weil die waren ja auch auf ganz vielen Events. Insofern ist es durchaus normal, dass das Gedächtnis, Sachen nicht mehr genau auflöst. Lügen darf man halt nicht, aber wenn man sich tatsächlich nicht daran erinnert, dann soll man auch nichts dazu fantasieren, ne? Genau. Man sollte auf keinen Fall irgendwelche Aussagen treffen, die dann möglicherweise Freunde oder Bekannten schützen. Das sollte man unter keinen Umständen machen. Wie gesagt, bei Verwandten und Verschwägerten hat man ohnehin ein Zeugnisverweigerungsrecht. Da muss man nichts sagen. Sollte man auch nichts sagen. Also auch da ist es dann meistens besser, man sagt gar nichts, weil viele haben dann so diesen Ehrgeiz, dann doch noch irgendwie zu helfen, dass derjenige aus der Situation besser rauskommt. Das macht keinen Sinn. Also wenn man tatsächlich ein Zeugnisverweigerungsrecht hat oder ein Aussageverweigerungsrecht, sollte man davon auch Gebrauch machen. Das heißt, sich nicht selbst belasten und Verwandte und Verschwägerte nicht belasten. Und wenn es eben um eine Situation geht, die man schildern kann, weil eben dadurch nicht Verwandte oder Verschwägerte oder man selbst belastet wird, dann sollte man es, soweit man sich erinnern kann, wahrheitsgemäß wiedergeben und nichts hinzu erfinden. Das kommt meistens raus und ist meistens gerade dann, wenn man es machen will, um jemanden zu schützen, wirkt sich eher nachteilig aus. Da ist es dann tatsächlich besser, wirklich, wenn man sich an etwas nicht erinnert, das auch zu sagen, ich erinnere mich nicht oder aufzuschreiben, ich erinnere mich nicht, ich kann dazu nichts sagen, als irgendetwas hinzuzuerfinden. Diese Tendenz, andere unterstützen zu wollen und anderen helfen zu wollen, ist tatsächlich meistens nicht vorteilhaft, sondern geht in den meisten Fällen nach hinten los. Und könnte unter Umständen zur eigenen Strafbarkeit führen, deswegen Genau. wirklich nicht zu raten. Aber na, Gott,
bewahre auch nichts erfinden, wenn man sich nicht hundertprozentig genau daran erinnern kann. Ja. Zumal wir im Wesentlichen über das Verwaltungsrecht oder das Versammlungsrecht reden. Und im Versammlungsrecht ist es auch so, dass wir in den meisten Fällen, doch in sehr vielen Fällen, die Beschuldigten und die Betroffenen, die dann eben vor Gericht stehen, auch frei bekommen, dass wir da also keine Geldbußen haben und die Geldbußen erheblich verringern, Einstellungen haben, Freisprüche haben. Das heißt also, häufig glaubt man selbst, man schützt jemanden dadurch, dass man etwas Falsches sagt. Das ist dann eine Straftat, das ist eine uneidliche Falschaussage und ist eben eine Straftat. Sinnvoller ist es dann tatsächlich nicht zu sagen, weil für, sage ich mal, eine Ordnungswidrigkeit, wo jemand vielleicht dann 200 Euro bezahlen soll, das zu riskieren, das macht keinen Sinn. Und da sollte man dann eben, wie gesagt, die Wahrheit sagen, das, was man gesehen hat, oder wenn man sich nicht erinnern kann, eben gar nichts. Genau. Letzte Frage noch dazu. Muss ich denn schon auf dem Anhörungsbogen irgendwas aussagen als Zeuge oder reicht es komplett, eventuelle Fehler bei der Anschrift oder bei der Ansprache zu berichtigen? Aber wenn Anschrift und Ansprache richtig ist, muss man eigentlich gar nichts machen beim Anhörungsbogen. Nee, grundsätzlich sollten konkrete Fragen gestellt werden, die man beantworten kann. Ansonsten muss man nichts beantworten. Wunderbar, gut. Dann lass uns zum Thema gehen, zu den Beschuldigten gehen. Ich bekomme einen Anhörungsbogen von der Justiz, werde geführt als als Leiter einer nicht angemeldeten Versammlung oder eines Spaziergangs. Und ja, was muss ich dann tun? Ich habe den Anhörungsbogen vor mir in der Hand. Sollte ich irgendwas tun? Muss ich irgendwas tun? Naja, wenn man einen Anhörungsbogen hat, dann ist man verpflichtet, seine Personalien zu überprüfen und eben die Personalien anzugeben, gegebenenfalls abweichende Personalien, und zur Sache muss man nichts aussagen. Gut, dann nach dem Anhörungsbogen kann es ganz unterschiedlich weitergehen. Ich kriege einen OWEG, ich kriege einen Strafbefehl oder aber sogar eine Anklage. Gehen wir mal zum Einfachsten. Ich kriege eine OWEG, einfach Bußgeld. Was mache ich dann am besten? Also wenn man einen Bußgeldbescheid bekommt wegen einer Ordnungswidrigkeit, dann muss man innerhalb von 14 Tagen Einspruch einlegen. Da muss man auch darauf achten, dass man das tatsächlich innerhalb dieser 14 Tage tut. Entweder bei der Behörde selbst den Brief abgeben oder eben per Einwurf einschreiben. Das ist immer das Beste. Per Einwurf einschreiben, das heißt also, dass der Postbote das Einschreiben dort vorbeibringt. Man muss den Postlauf beachten. Der Postlauf ist normalerweise ein Tag. Man muss aber eben darauf achten, dass man es rechtzeitig auch zur Post bringt, also nicht nachmittags. Dann kann es nämlich sich auch um 2 Tage handeln, dann ist man schon verspätet. Also nach Möglichkeit, wenn ein solcher Bescheid kommt, relativ schnell, zügig eben Einspruch einlegen, dass man diese 14-Tagesfrist einhalten kann. Okay, und das habe ich gut gemacht. Wie geht's jetzt weiter? Was für verschiedene Varianten gibt es dort? Naja, jetzt wird das Ganze dann überprüft von der Behörde, und wenn die Behörde dem Einspruch nicht abhilft, was in 99% der Fälle so ist, dann wird es eben an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Die Staatsanwaltschaft reicht es dann ans Amtsgericht weiter, und das Amtsgericht wird dann zum Terminladen, üblicherweise zum Terminladen. Manchmal gucken sich die Amtsrichter das auch nochmal an und sagen, hier könnte man auch einstellen. Und teilen das dann mit oder sagen, hier, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Amtsgerichte können zum Beispiel anfragen, ob man im schriftlichen Verfahren entscheiden kann. Dann wird häufig gesagt, dass man die ganze Sache nicht als so tragisch sieht, wie es die Behörde gesagt hat, man dann eben mit dem Bußgeld etwas runtergeht. Oder eben der übliche Fall ist, dass tatsächlich zu einer Hauptverhandlung geladen wird. Mit einer Ladung zu einem Gerichtstermin. Ja. Um es dem Richter leichter zu machen, das Verfahren gleich einzustellen, macht es Sinn, für einen Laien den Widerspruch oder Einspruch zu begründen, oder sollte man als juristische Laie das lieber lassen und das dann eher dem Anwalt überlassen? Nö, das können juristische Laien schon machen, und wir haben ja auch relativ viele Sachen, glaube ich, parat, was wir da anbieten können. Grundsätzlich kann das auch jeder selber machen. Also man muss, wenn es jetzt nicht um erhebliche Bußgelder geht, um große Verstöße, um relativ viel Geld, wir sind jetzt im Bußgeldbereich, dann sollte man das auch selber machen. Also ich sage mal, alles, was
unter 250 Euro ist, sollte man nach Möglichkeit selber machen, zumal eben auch die Rechtsmittelmöglichkeiten da eher gering sind. Das heißt, bei Beträgen, die in dieser Größenordnung, sage ich mal, bis 250 Euro sind, sollte man keinen Anwalt beauftragen, zumal Anwälte eben auch Geld kosten. Natürlich, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, kann man das machen, einfach um sich den Stress vom Hals zu halten. Aber ich sage immer, gerade diejenigen, die jetzt auf der Straße waren, die demonstriert haben, die diese Dinge erlebt haben, die wir alle erlebt haben, für die ist es auch, wenn sie sich positiv darauf einstimmen, ein Erlebnis, einmal dieses Gerichtsverfahren zu machen. Weil dann sehen sie halt, wie der Rechtsstaat mit ihnen umgeht, können halt auch vor Gericht, wenn denn jemand von der Verwaltungsbehörde oder möglicherweise Polizisten als Zeugen geladen sind, können die ja auch befragen, können sich also quasi mal auf Augenhöhe mit den Handelnden des Staates in einem geschützten Verfahren bewegen. Die Erfahrung, die viele ja gemacht haben bei den Demonstrationen, ist ja, dass die Polizisten einfach nur gesagt haben, das ist schon so, weil ich das sage und sie machen das jetzt. Und dann ist man angebrüllt worden, möglicherweise auch weggeräumt worden, möglicherweise hat man auch einen Platzverweis gekriegt und auf einmal sitzt man jetzt in so einer gerichtlichen Situation denjenigen gegenüber, mit denen man zu tun hatte und kann den Fragen stellen und die müssen die Fragen auch beantworten. Das heißt also, wir kriegen eine gewisse Augenhöhe hin. Und das ist gar nicht so schlecht. Man kann aber und sollte auch nach Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich entlastende Beweismittel hat, sollte man die auch vorbringen, auch schon vor Eröffnung des Verfahrens. Anwälte machen das meistens nicht, aber eben als Betroffener selbst, der keine anwaltliche Vertretung hat, kann man natürlich zum Beispiel ein ärztliches Attest in Kopie bei Gericht einreichen, wenn es um irgendeinen Maskenverstoß geht. Oder man kann eben Zeugen benennen, kann sagen, ich habe hier noch 5 Zeugen, die gesehen haben, dass das, was mir vorgeworfen wurde, gar nicht so passiert ist und so weiter. Dann kann man Beweisanträge stellen. Ich denke, auf der Seite der Klagepaten wird dann ja auch stehen, wie man Beweisanträge stellt, weil die muss man relativ konkret stellen, wobei es einen Betroffenen, der ohne Anwalt, der nicht anwaltlich vertreten ist, vom Gericht auch häufig nochmal dabei geholfen wird, wie man das macht. Aber grundsätzlich kann man schon selber die Dinge, die man vortragen will, dann, wenn das die Hauptverhandlung, wenn die Ladung zur Hauptverhandlung kommt, dann kann man üblicherweise und sollte man auch dem Gericht nochmal seine Sicht der Dinge schreiben. Auch für den Fall, dass man möglicherweise, weil immer noch vor Gericht eine Maskenpflicht gilt oder eine Testpflicht oder irgendwas, was rechtswidrig ist, aber was manchmal der Fall ist, dass man dann für den Fall, dass man gar nicht in den Gerichtssaal reingelassen wird, dass man dann schon etwas hinterlassen hat, eine eigene Beschreibung dessen, was da passiert ist, sodass das Gericht sich dann, wenn es das Verfahren nicht verwirft, was es eigentlich nicht darf, sondern das Verfahren ohne den Betroffenen fortsetzt oder durchführt, dass es dann eben auf auch Beweismittel oder auf Vortrag zurückgreifen kann. Ja, nochmal kurz für unsere Zuseher, da war ein kleiner Sprung drin. Also wir haben zuerst den Anhörungsbogen gehabt, muss ich nichts tun, es sei denn, Adresse ist falsch oder ähnliches. Dann kommt der Bußgeldbescheid, da lege ich innerhalb von 2 Wochen Widerspruch ein. Dann kriege ich irgendwann Post vom Gericht, wo eine Verhandlung, wo meistens halt das Verfahren eröffnet wird und auch doch oft schon eine Verhandlung anberaumt wird. Zwei Möglichkeiten gibt es. Also entweder das Gericht bietet an, dass es eben nach 72 OWIG ins schriftliche Verfahren geht. Das ist dann meistens damit verbunden, dass dann auch geschrieben wird, dass es eine etwas geringere Buße gibt, Geldbuße gibt. Oder eben es gibt eine Ladung zum Termin, was der Regelfall ist. In der Regel gibt es eine Ladung zum Termin, genau. Genau. Und diesen Termin, du hast gerade schon von Beweisanträgen und Ähnlichem gesprochen, sollte ich als Beschuldigter gut vorbereiten, um dann eben vor Gericht auch gut dazustehen. Und dazu gehört auch, etwaige Entlastungszeugen und Ähnliches schon dem Gericht mitzuteilen und darum zu bitten, dass diese im Zweifelsfall für die Verhandlung zu laden, oder spart man sich das für die zweite Verhandlung auf? Nee, das ist, es gibt ja meistens keine zweite Verhandlung. Es ist tatsächlich, also ich halte es für sinnvoll, wenn man nicht anwaltlich vertreten ist, dass man tatsächlich in dieser Zwischenphase, also nachdem man die Ladung bekommen hat, dass man dann dem Gericht tatsächlich seine eigene Einlassung zuschickt und auch entsprechend Beweisanträge stellt. Das heißt also, wenn man Zeugen hat, wenn man einen Attest hat, wenn man irgendwelche anderen Dokumente hat, wenn man irgendwelche Nachweise hat, die einen selbst entlasten,
würde ich das jetzt an dieser Stelle spätestens vortragen. Es gibt Kollegen, die das anders sehen. Als Anwalt mache ich das auch nicht so. Als Anwalt beantrage ich dort Akteneinsicht und mache im Wesentlichen die Sachen vor Gericht, mündlich vor Gericht. Wenn man nicht anwaltlich vertreten ist, hilft es sehr gut, wenn man das eben im Vorfeld macht, das Gericht darauf hinweist, weil dann ist das Gericht schon ein bisschen auch auf die Dinge, die dort kommen, vorbereitet. Also Richter mögen das meistens nicht, wenn irgendwelche Dinge kommen, auf die sie nicht vorbereitet sind. Damit können wir Anwälte umgehen. Als betroffene Person ohne Anwalt würde ich immer vorschlagen, das, was man zu sagen hat, schon vor der Gerichtsverhandlung dem Gericht dann mitzuteilen. Wie gesagt, auch für den Fall, dass man gar nicht erst in den Gerichtssaal kommt, weil man eben keine Maske trägt oder nicht getestet ist oder was auch immer es für Gründe gibt, die das Gericht dann dazu veranlassen, jemanden nicht in den Gerichtssaal zu lassen, dass man dann zumindest schon mal was vorgetragen hat, auf das das Gericht sich beziehen kann, sodass nicht, also es wird üblicherweise, darf eigentlich nicht mehr verworfen werden, weil man nicht anwesend ist, sondern es muss dann nicht in Abwesenheit verhandelt werden. Dann hat das Gericht halt diese Unterlagen schon da, die man eingereicht hat, um damit zu verhandeln. Ja, und liebe Zuseher, nachdem von euch sicherlich noch keiner oder fast keiner einen Beweisantrag formuliert hat, der Ralf hat uns einen Beweisantrag vorformuliert zur Verfügung gestellt. Den werden wir natürlich auch unter diesem Video auf unserer Webseite verlinken. Gut, ja, jetzt, wir hatten also... Was man vielleicht noch sagen sollte, ist, wenn man ein Bußgeldverfahren gekriegt hat, ist es häufig ganz gut, dass man sich auch mit anderen abspricht, die möglicherweise, wenn es sich um einen Spaziergang oder eine Versammlung handelt, die auch dort waren, und dass man dann eine geschützte Telegram-Gruppe macht, um sich in dieser geschützten Telegram-Gruppe zu treffen, um Dokumente auszutauschen, um Videos auszutauschen, Fotos auszutauschen, Namen von Zeugen mitzubekommen und so weiter. Das machen wir in vielen Fällen, ist sehr erfolgreich, weil wir eben dadurch dann noch ganz viele Informationen aus verschiedenen Perspektiven bekommen, die man dann natürlich auch bei Gericht gut verwenden kann. Ja, du hast da, glaube ich, eine ganz besondere Strategie da entwickelt. Was heißt besonders? Gerade in solchen Fällen, gerade wenn viele gleichartig betroffen sind, zum Beispiel aufgrund eines Polizeikessels, dann gleich verschiedene Verfahren anzustrengen, um eben aus anderen Verfahren Beweise zu gewinnen für das Strafverfahren. Ich glaube aber, damit würden wir jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn wir dieses Fass hier aufmachen. Die Feststellungsklagen müssen wir jetzt, da können wir nochmal eine eigene Sendung zu machen. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn jemand eben eine Ordnungswidrigkeit hat, weil es sich um einen Spaziergang oder eine Versammlung handelt, sind ja üblicherweise auch noch andere Personen da gewesen. Da ist es häufig tatsächlich gut, dass man eben versucht, eine Gruppe zu machen, noch Leute mit Streiter zu finden, die eben, wie gesagt, alleine, dass die möglicherweise Handyaufnahmen haben, Fotos haben, die entlastend sein können. Und möglicherweise sind ja andere auch in der gleichen Situation, in der gleichen Demonstration auch betroffen, sodass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Okay, gut. Und jetzt haben wir, jetzt sitzen wir also tatsächlich im Verfahren. Wir sind schon zur Sache vom Gericht vernommen worden, wollen jetzt unseren eigenen Vortrag bringen. Lässt uns das Gericht von alleine da gewähren oder müssen wir dann durchaus sagen, also Herr Vorsitzender, jetzt hätte ich auch mal was zu sagen. Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht erstmal zunächst was vorweg. Also wer zu Gericht geht und keinen Anwalt hat, kann seinen Lebenspartner oder Lebenspartnerin oder Ehe oder Partner oder Ehepartnerin als Beistand mitnehmen. Das heißt also, man kann auch jemanden mit ins Gericht nehmen, der neben einem sitzt, was häufig dann nochmal so mehr Mut gibt. Das nochmal vorweg. Also da kann das Gericht auch nichts gegen sagen. Also wenn es Lebenspartner oder Ehepartner ist, ist diese Person zuzulassen als Beistand, dann ist man nicht ganz alleine. Und ja, jetzt kommt es zu diesem Gerichtstermin. Wie gesagt, ich rate jedem, dass man sich darauf freut, dass man sagt, endlich sitze ich diesem Staat gegenüber, kann alle die Fragen loswerden, die ich schon immer loswerden wollte, kann die Zeugen befragen, die dann da sind. Genau. Und normalerweise beginnt das Gericht damit, dass es eben zur Sache aufruft, dass es sagt, wer anwesend ist, dass dann der Bußgeldbescheid vorgelesen wird. Wir sind ja im Ordnungswidrigkeitenverfahren, der Bußgeldbescheid vorgelesen wird. Üblicherweise ist von der Behörde oder von der Staatsanwaltschaft niemand da. Das Gericht macht das, liest halt eben die wesentlichen Beschuldigungen vor. Und dann wird man selbst zur Sache vernommen, einmal zur
Person. Da muss man Angaben machen. Dann wird noch gefragt, wie die finanziellen Verhältnisse sind. Dazu muss man keine Angaben machen. Kann manchmal sinnvoll sein, wenn, jedenfalls dann, wenn sie nicht so gut sind, weil das möglicherweise dann auch wieder das Bußgeld absenkt. Und dann werden Angaben zur Sache gemacht. Die kann man dann machen. Wenn man sich im Vorfeld schon eingelassen hat, kann man das auch weiterhin machen und sollte dann nur dem Gericht deutlich machen, dass man auch, wenn man noch Beweisanträge hat, dass man Beweisanträge stellen möchte. Das sollte man dann an dieser Stelle dem Gericht sagen. Und je nachdem, wie die Richter sind, es gibt freundliche Richter, die das dann unproblematisch zulassen. Es gibt welche, die dann barsch reagieren. Man sollte sich dabei nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und sagen, so, ich möchte diese Beweisanträge noch stellen und sollte das eben dann regelmäßig wiederholen. Wenn der Richter dann sagt, na, jetzt stellen Sie den Beweisantrag nicht, dass man dann sagt, okay, dann sagen Sie mir bitte, wann ich ihn stellen kann und nehmen Sie doch bitte ins Protokoll auf, wann ich ihn stellen kann und dass ich schon angekündigt habe, dass ich ihn gerne stellen möchte. Also das ist, ja, ist dann schon ganz wichtig. Sowas ist in der Hitze der Schlacht oder Hitze vor Gericht leicht zu vergessen. Insofern ist es sicherlich ganz gut, wenn man sich für sich ein paar Notizen macht, Step 1 bis Step 10 und dann wirklich alle abhakt und erst dann Ruhe gibt, auch wenn man für sich gesagt hat, für sich sagen kann, ich habe alles vorgetragen, was ich vortragen möchte und keine Scheu vor den Richtern. Ihr seid hier Hauptbeteiligten im Verfahren. Ihr habt dieselben Rechte, wie wenn für euch ein Anwalt sprechen würde. Ja, also nicht zu schüchtern sein, wobei ich gut nachvollziehen kann, wenn das die natürliche Reaktion der meisten von uns da draußen sein wird. Gut, wir haben auch noch so was gesehen und zwar hast du uns ein schönes Dokument vorbereitet. Ich habe es hier auf dem Screen. Widerspruch zur Verwertung von Bild- und Videoaufnahmen. Da hast du, ich kann es hier lesen, aber lass es dich erzählen, dir sicherlich was war dir gedacht und für welchen Fall ist das jetzt am besten geeignet? Ja, häufig werden ja für irgendwelche Taten, die man begangen hat, Video- und Bildaufnahmen der Polizei verwendet. Und dem würde ich immer erstmal grundsätzlich widersprechen, weil die Polizei darf eigentlich nur dann Video- und Bildaufnahmen machen, wenn Straftaten drohen. Das heißt also, die Polizei muss erstmal die Vermutung haben, dass jetzt hier irgendwelche rechtswidrigen Taten drohen und dass sie deswegen diese Video- und Bildaufnahmen macht. Also es ist, wir kennen das ja von Demonstrationen, dass die Polizei im Prinzip die ganze Zeit dabei ist und die ganze Zeit mit der Kamera filmt. Das ist so nicht zulässig. Und es muss dann zunächst einmal von der Polizei vorgetragen worden, aus welchem Grund überhaupt diese Aufnahmen gemacht worden sind. Und ansonsten dürfen die nämlich nicht verwertet werden. Deswegen würde ich standardmäßig, wenn die Polizei tatsächlich irgendwelche Video- und Bildaufnahmen einreicht, der Verwertung dieser Video- und Bildaufnahmen widersprechen. Wir sind hier schließlich im Versammlungsrecht und Versammlung ist geschützt. Ja, und dann hast du uns auch noch schön vor zur Verfügung gestellt ein Formular für einen Befangenheitsantrag. Das ist dann schon ein bisschen das größere Einmaleins. Naja, die Problematik ist also, wir waren ja vorhin bei dem Beweisantrag. Der Beweisantrag muss gestellt werden bis zur Urteilsverkündung. Das heißt, das Gericht sagt irgendwann, zum Schluss haben Sie noch etwas zu sagen. Und es wird ja dann die Beweisaufnahme geschlossen. Und das Wichtige ist, bevor man dieses sogenannte letzte Wort hat, da sollte man dann spätestens seine Beweisanträge anbringen. Das heißt, wenn das Gericht fragt, haben Sie noch etwas zu sagen, das müssen die sagen, das ist das sogenannte letzte Wort, dann formuliert man am besten seine Beweisanträge. Wenn das Gericht das spätestens zu diesem Zeitpunkt das weiterhin nicht zulässt, das ist ja so eine Sache, zum Beispiel, dass ein Beweisantrag nicht gestellt wird, dann kann man einen Befangenheitsantrag stellen. Oder wenn man merkt, dieser Richter oder die Richterin, die ist komplett gegen mich eingestellt, die unterbricht mich hier ständig, lässt mich nicht aussprechen, reagiert immer barsch auf das, was ich sage reagiert eben auf mich ungehalten oder sagt irgendwas wie, ja, das ist ja völlig klar, dass Sie das gemacht haben oder sogar sagt, Sie sind ja Querdenker und als Querdenker ist doch völlig klar, dass Sie als Querdenker hier nicht einen Spaziergang wollten, sondern demonstrieren oder sonst irgendwas. Also wenn man das Gefühl hat, der Richter ist gegen einen eingestellt, dann kann man einen
Befangenheitsantrag stellen. Das sollte man dann auch tun. Das heißt also, man sagt dann, ich möchte Sie ablehnen wegen der Besorgnis der Befangenheit. Es gibt einen Vordruck, einen Antragsvordruck, den man mitnehmen sollte, den habe ich da. Und da steht auch eigentlich relativ gut beschrieben, was man dann schreiben sollte. Dann schreibt man genau das rein, was passiert ist und sagt, aus diesem Grund lehne ich diesen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Das hilft meistens dann oder häufig in der zweiten Instanz, weil häufig die Richter dann tatsächlich befangen sind. Es hilft aber manchmal auch schon in dieser Situation, weil die Richter dann etwas ruhiger in der Situation mit einem umgehen. Diesen Befangenheitsantrag muss der Richter aufnehmen, er muss auch darüber muss entschieden werden, bevor das Urteil verkündet wird. Also insofern ist ein Befangenheitsantrag immer eine ganz gute Möglichkeit, wenn man merkt, hier stimmt irgendwas nicht bei Gericht, der Richter oder die Richterin sind sehr barsch, sehr unfreundlich zu mir. Die sind offensichtlich voreingenommen, dass man das dann halt eben auch noch stellt. Also Befangenheitsantrag ist, glaube ich, jedem auch ein Begriff, nämlich, dass eben man die Befürchtung hat, der Richter ist voreingenommen oder nicht neutral. Beweisantrag ist eben ein Antrag, wo man dann eben sagt, was weiß ich, es geht um einen Maskenverstoß und man hat einen Attest und der Richter will zum Beispiel diesen Attest nicht sehen, dann sagt man eben, ich stelle hiermit einen Beweisantrag zum Beweis der Tatsache, dass ich zum Zeitpunkt der Demonstration von der Maskenpflicht befreit war, wird angeboten, die Urkunde von Dr. so und so, vom so und so, mit folgendem Inhalt, sowas zum Beispiel. Oder eben zum Beweis dafür, dass ich die ganze Zeit 1,50 Meter Mindestabstand eingehalten habe, wird angeboten, Zeugnis des so und so, Zeugnis des so und so, Zeugnis des so und so oder Vorlage, Videomaterial, Vorlage, Foto und so weiter. Dafür gibt es aber diese Vordrucke auch, beziehungsweise das ist, glaube ich, in dem Dokument ganz gut beschrieben. Aber eben, wenn man irgendwelche Tatsachen beweisen will, macht man halt einen Beweisantrag. Ist es. Liebe Leute, ihr müsst euch jetzt nicht Sorgen machen, dass ihr alles mitnotieren müsst. Entschuldigung, ich hätte es früher sagen können. Wir haben auch für euch, beziehungsweise der Ralf hat für euch so einen Ablauf des Bußgeldverfahrens, in das ich schon immer mal reinspicke, vorbereitet. Und da könnt ihr auf jeden Fall nochmal in Ruhe nachlesen, wie es denn weitergeht. Du sprachst gerade von dem letzten Wort. Könnte ich dann auch, wie in amerikanischen Filmen gern gemacht, das berühmte Plädoyer halten oder muss man sich das vorstellen? So ist das im Prinzip, ist das genau das letzte Wort, ist das Plädoyer, dass man quasi nochmal alles zusammenträgt und wir als Anwälte machen das, ne? Wir stehen dann üblicherweise auf und erzählen dann nochmal, fassen alles zusammen, was in der Hauptverhandlung passiert ist und stellen noch unseren Antrag und genau, das kann man selbst auch so machen. Wunderbar. Gut, und dann wird das Gericht das Urteil verkünden. Wenn der Betrag unter 250 Euro ist, dann ist das Verfahren endgültig zu Ende. Das nicht, da muss man einen Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde stellen. Also endgültig zu Ende ist es nicht. Man hat grundsätzlich eine zweite Instanz. Bei unter 250 Euro muss man einen Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde stellen. Bei unter 100 Euro ist dann auch noch die Zulassungsgründe beschränkt. Und bei über 250 Euro kann man eben in die Rechtsbeschwerde gehen. Gut. Wunderbar. Dann haben wir jetzt 10 Seiten Anleitungsprotokoll oder schrittweise Vorgehensprotokoll hier durch. Und dann Ralf, was kannst du spontan noch an Tipps für unsere Zuschauer aus dem Ärmel ziehen? Oder sagst du, eigentlich ist in den Unterlagen alles drin und das Interview war auch schon recht komplett. Wir sind bei 40 Minuten ungefähr. Ja, in den Unterlagen ist alles drin. Wir hatten jetzt nicht, du hattest das vorhin angesprochen, wir hatten jetzt noch nicht den Strafbefehl und das Strafverfahren besprochen. Das müssen wir nochmal vielleicht auch gesondert machen. Im Strafbefehl ist es ähnlich wie im Ordnungswidrigkeitenverfahren, dass man eben, dass man dort 14 Tage Zeit hat, gegen einen Strafbefehl Einspruch einzulegen. Gibt es ein Strafverfahren, ist also die Anklage erhoben, dann geht es eben zum Strafgericht und nicht zum Bußgeldrichter. Handelt es sich um Straftaten? Da würde ich allerdings immer vorschlagen, dass man sich einen Anwalt nimmt, dass man versucht, da anwaltliche Vertretung zu haben und nicht alleine hinzugehen.
weil Strafverfahren sind dann doch etwas anstrengender, wobei man bestimmte Sachen aus dem Bußgeldverfahren darauf auch beziehen kann, wie die Beweisanträge, Befangenheitsanträge und so weiter. Aber grundsätzlich ist es beim Strafverfahren schon etwas schwieriger. Man kann eben maximal den Einspruch noch selber einlegen gegen einen Strafbefehl, sollte aber aus meiner Sicht dann immer erstmal einen Anwalt kontaktieren. Genau. Letzte Frage noch. Macht es Sinn, wenn ich das Verfahren alleine führe, ich bin im Bußgeldverfahren, doch erstmal Akteneinsicht zu beantragen? Na, man selbst bekommt häufig keine Akteneinsicht ohne Anwalt. Die Akteneinsicht wird dann auch häufig nur in der Bußgeldstelle oder später bei Gericht gewährt, also man bekommt es nicht zugeschickt. Und dann ist es häufig auch so, dass man eben keine Kopien anfertigen darf und so weiter. Also meistens, gerade im Bußgeldverfahren, weiß man ja selber, was vorgefallen ist und was vorgeworfen wird. Da ist es nicht zwingend erforderlich und nicht zwingend notwendig, das zu machen. Kann man machen, aber wir Anwälte machen das natürlich logischerweise, weil wir waren nicht dabei, wir kennen die ganze Sache nicht, wir wissen nicht, was die Bußgeldbehörden uns vorwerfen, unseren Mandanten vorwerfen. Deswegen gucken wir da rein. Zumal, was wir ja vorhin schon bei der Zeugenaussage gesagt haben, auch unsere Mandanten sich häufig nicht mehr so ganz genau an das erinnern können, was tatsächlich vorgefallen ist. Und deswegen ist ganz gut, ist, was ist eigentlich damals schriftlich durch die Polizei, durch die Behörden und so weiter erfasst worden, um das nachvollziehen zu können. Häufig kann man dann natürlich den Mandanten auch nochmal dadurch auf die Sprünge helfen, dass man das dann eben sagt, guck mal, da steht das und das drin, wie waren das tatsächlich, dann kommen nochmal so Erinnerungen wieder. Aber wenn man sich selbst vertritt, kann man das machen, ist es aber nicht zwingend erforderlich. Okay, danke. So, ihr Lieben, ich weise noch mal kurz darauf hin. Ihr findet die ganzen Unterlagen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wenn ihr dieses Video anschaut, auf unserer Homepage, dann müsst ihr einfach nur ein paar Zentimeter nach unten scrollen und dort findet ihr das Video. Wenn ihr das Video irgendwo anders wie YouTube oder Odyssey anschaut, in der Beschreibung ist der Link zu unserer Homepage, der genau auf die Seite geht, wo diese ganzen Sachen veröffentlicht sind. Und jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Ralf und ich, wir machen das natürlich ehrenamtlich, aber im Hintergrund arbeiten die Technik für uns. Wir haben Verwaltungs- und Administrationskosten mit diesen ganzen Sachen. Wir betreuen auch Fälle. Und dafür sind wir angewiesen auf eure Spenden. Und jetzt schon mal ein herzliches Dank an alle, die uns schon gespendet haben. Und noch ein herzliches Dank an alle, die sich überlegen, ach komm, mir tut's nicht weh, den Jungs kann man helfen, ihre Arbeit zu machen. Das war's schon in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, lieber Ralf, vielen, vielen Dank für das Zusammenstellen all dieser Unterlagen. Das war sicherlich eine Heidenarbeit. Und natürlich vielen, vielen Dank, dass du uns heute Abend hier das im Video erklärt hast. Dankeschön. Schönen Abend. So, also, das ist jetzt der Abspann. Ich wünsche euch ebenfalls einen schönen Abend, wenn ihr das Ding am Abend schaut. Wir nehmen es am Abend auf. Und ich freue mich jetzt schon auf ein nächstes Video. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, ruhig und friedlich bleiben.